Ja, für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ging es am Mittwochnachmittag auf die Vize in Nordhorn und dann über die Grenze. Zuletzt hat er sich hier verabredet mit König Willem Alexander am Landgut in Zingraven. Beide haben sich aber schon vorher getroffen in Denekamp auf dem Marktplatz. Da waren Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen, die Frank-Walter Steinmeier und dann auch ihren niederländischen König in Empfang genommen haben. Die Stimmung war durchweg positives gelassen. Beide haben sich dann relativ lange Zeit im Menschengetümmel aufgehalten. Ich glaube, da wurde auch noch ein Kaffee getrunken. Also eine ausgelassene Stimmung. Im Rathaus der Gemeinde Dinkeland hat König Willem Alexander mit Bundespräsident Steinmeier gemeinsam sich ausgetauscht, auch mit Politikern und mit Bewohnern des Grenzraums. Man hat über wirtschaftspolitische Themen und soziale Fragen gesprochen. Das Ganze übrigens auf Deutsch. Der König, der spricht ja auch hervorragend Deutsch. So war das Ganze hier eben viel einfacher zu handhaben. Jetzt sind wir eben am Landgut Zingraven am Nachmittag. Und hier gibt es noch ein Hintergrundgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da wollen sich der König und der Bundespräsident einfach einmal ohne Kameras und Mikrofone austauschen. Das Tagesprogramm von Frank-Walter Steinmeier, das endet dann wieder in Deutschland natürlich. Und zwar besucht er in Nordhorn noch unweit des Grenzübergangs die Feuerwehr, die Feuerwache Süd. Die ist ja noch relativ neu gebaut. Und dort soll es eine Feuerwehrübung geben und mal sehen, ob der Bundespräsident da auch dann mit anpacken muss.